Freunde, was geht? Ich bin immer noch voll geblättet von den 1 Million Abonnenten auf TikTok. Das ist krass. Übrigens, ich habe ein neues YouTube-Video, ein neues Facebook-Video. Ein neues Facebook-Video, gibt es das noch? Ja. Und ein neues TikTok-Video hochgeladen. Falls ihr wollt, schaut es euch an. Wiesenkiez. Wiesenkiez heißt der. Wiesenkiez. Jetzt kannst du mehrere Varianten vom Snap-Change. Ich bin da nicht krass gut drin, aber ein bisschen bin ich da gut drin. Passt auf. 1, 2. Die war schlecht. Naja. Oh, übrigens, Shanti oder Jessica, falls ihr da seid, ihr könnt jetzt gerne auch den Livestream hier aufzeichnen und dann auf euren Fan-YouTube-Account hochladen. Mit verschiedenen Snap-Change-Varianten. Könnt ihr das Video so nennen. Macht eine Bildschirmaufnahme. Also pass auf, ich zeige euch jetzt einfach mal verschiedene Verwandlungen, okay? Wer von euch hat gerade Karten da, dann könnt ihr auch mitmachen. Wie geht es dir? Mir geht's super, Benz. Wie geht's dir? Übe gerade den Stift verschwinden. Yes, den Stift verschwinden, habe ich euch ja verraten, ne? Was ist so? So, pass auf, das habe ich euch ja verraten, wie ihr ganz einfach einen Stift verschwinden lasst, komplett, und dann in eure Brusttasche erscheinen lasst. Boah, ich habe ein bisschen geflasht, schaut her. Der Stift kommt in die Hand, verschwindet komplett und erscheint unterm Tuch wieder. Naja, du hast Karten am Start, geil. Pass auf, Freunde, dann zeige ich euch jetzt verschiedene Snap-Change-Varianten, ne? Warte, Jesse, natürlich. Ey, pass auf, Jesse und Shanti, die haben eine geile Instagram-Fanpage für mich erstellt und eine geile YouTube-Fanpage. Falls ihr wollt, schaut da mal vorbei. Vielleicht kommentieren sie jetzt hier mal mit der Fanpage. Das wäre cool. Live. Ja, Detlef. Aber ey, hier auf Instagram, da ist es lange nicht so wie auf TikTok. Hier auf Instagram sind nur die wahrsten Fans jetzt noch um 21.17 Uhr wach. Auf TikTok waren wir gerade eben 20.000 Leute, die live dabei waren. 20.000 Leute. Das war verrückt. Und wir haben gemeinsam auf die 1 Million Abonnenten hingefiebert. Was immer noch viel zu krank ist. 1 Million Abonnenten erreicht. Das ist heftig. Vielen, vielen Dank nochmal. Pass auf, ich zeig's euch. Achtung, ganz verschiedene Snap-Change-Varianten. Man sucht sich eine Karte aus, die geil dafür geeignet ist. Komm, wir nehmen mal die Karte hier. Pass auf. Und zwar Karo König, okay? Pass auf. Karo König schaut auf die Karte. 1, 2. Und sie verwandelt sich in die Karo 2. Boah, ich habe ein bisschen geflasht gerade. Habt ihr es gesehen? Naja, pass auf, ich zeige euch nochmal eine Variante, okay? Die ist... Wow, okay, das war richtig schlecht. Pass auf, ich zeig's euch nochmal. Okay, pass auf. Wir haben die erste Variante, okay? Wir haben die zweite Variante, da nimmt man, ach komm, wir nehmen nochmal das Ass von gerade eben. Die ist, denkt man, schwieriger, aber die ist tatsächlich, finde ich, leichter, aber spektakulärer. Ey, die ist krass, oder? Seid mal ehrlich. Naja, okay, was haben wir noch für eine Snap-Change-Varianten? Es gibt ja so ein Triple-Snap-Change, den kann ich leider nicht. Man kann, also das zählt ja dann gar nicht mehr als Snap-Change, aber man kann die eine leere Hand zeigen, die andere leere Hand und dann die Karte hier, Achtung, verwandeln und wieder verwandeln. Also, ja, so eine kleine Kombi. Boah, ich habe wieder geflasht. Boah, ich übe hier gerade nur, also nicht hier ernst nehmen, wenn ich hier irgendwie ein bisschen flashe. Naja. Hier kann ich mal mit einem großen TikToker quatschen. Richtig, genau, denke ich auch so, weil wisst ihr, auf TikTok, da habe ich halt wirklich tausende Zuschauer momentan im Livestream, da kommen hunderte Fragen in der Minute oder im Kommentare. Da kann ich nicht mit euch quatschen, leider, oder nicht mit jedem, aber hier ist es voll entspannt, das macht echt Bock. Was gibt's noch für Verwandlungen? Ganz Classic, natürlich, die kennt jeder Anfänger. Pass auf, man nimmt die Kreuz 7 und... Boah, ich hoffe, man kriegt das jetzt gut hin. Pass auf, Kreuz 7. Verwandelt sich in die Karo-Dame. Was haben wir noch? Es gibt noch eine abgewandelte Version, die ist echt schwierig. Pass auf. Pass auf, warte mal. Oh Gott, wie machen wir das? So und dann so. Ich spiele nur rum, wie ihr seht. Eine coole Variante ist, pass auf, folgende. Man nimmt, wie war das? Man nimmt eine Karte zwischen zwei Karten. Warte mal. So, pass auf. Kreuz 7 zwischen die zwei Karten dazwischen, okay? Schaut her. 1, 2
Und die Karte, habe ich das jetzt hinbekommen? Verwandelt sich. Naja, es macht Spaß, mit euch zu üben hier ein bisschen. Wollte mit dir quatschen. Ja, was gibt's? Gibt's Fragen oder soll ich dich mit reinholen? Ich kann mich noch an eine Folge bei Buchstaben Battle erinnern. Da warst du in der Show. Ja, richtig, genau. Ich war bei Sat.1 in der Show Buchstaben Battle. Die Folge kam im November letzten Jahres und dann nochmal im Januar oder Februar in diesem Jahr wurde sie nochmal ausgestrahlt. Da war ich beim Buchstaben-Battle und hab um 10.000 Euro gespielt. Vielleicht hat es ja jemand von euch gesehen. Ja, mit rein. Okay, Nico, pass auf, ich hol dich mit rein. Hier. Freunde, macht mal einen Applaus. Los geht's. Shanti, nimm mich mit rein. Ey, Shanti, wenn du den Hoodie anhast, dann hole ich dich direkt rein.